was ich bis jetzt hier gespielt habe, habe ich immer zu viel Cobblestone gehabt. Jetzt haben wir zu wenig. Achso, okay. In diesen Überfluss werden wir auch noch kommen. Das glaube ich auch. So, hier oben einmal alles ausleuchten. Damit hier nichts mehr spawnt. Ach, da sind auch noch Büsche. Und zwar sind das Aluminiumbüsche, so wie es aussieht. Ja, Aluminium. So. Okay. So, das dürfte reichen. Ich fange dann, glaube ich, erstmal mit Windkrafträdern an, um Strom zu erzeugen, oder? Mit diesen kleinen. Oder Solarplatten. Oder Solarplatten, ja, das geht auch. Das ist auch eine gute Idee. Aber natürlich, Windkraft ist natürlich dauerhaft, ne? Ja, das stimmt auch wieder. So, der Metallic Infuser ist schon mal... Nein, oh, jetzt habe ich einen Taschenrechner gestartet. Oh, so. Metalluric Infu Dinger da ist schon mal fertig. Okay. So, was brauchen wir denn, um... Aber meinst du nicht, Solar ist für den Anfang noch ein bisschen zu heftig so? Ich weiß nicht, wobei, welche Mods hier drauf sind. Wobei, es geht sogar. Ne, es geht eigentlich. Aber ich will mich jetzt tatsächlich erstmal darauf konzentrieren, diesen Farmer zu bekommen. Und zwar den Digital Miner. Dafür brauchen wir natürlich auch wieder Obsidian und Diamanten. Na gut, so weit kommen wir, glaube ich, sowieso noch nicht, ne? Also ich kümmere mich erstmal um eine Stromzufuhr. Ja. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wollen wir direkt mit Solar machen? Also als erstes brauchen wir nochmal einen Bio-Generator. Bio-Fuel. Als erstes brauchen wir einen Heat Generator, genau. Den brauchen wir als erstes, weil wir momentan noch keinen Strom haben, um die ganzen Sachen herzustellen. Das heißt, wir müssen noch mal ganz minimalistisch anfangen. Das heißt, ich mache erstmal einen Heat Generator. Heat Generator. So, dafür brauchen wir noch Holz. Holz. Kupfer, glaube ich, ist das. Das, das und das. Ja, da ist er. Heat Generator, okay. Dann brauchen wir vom Mechanism noch die Kabel. Wie hießen die denn noch? Turbinenrotor. Flammenwerfer. Nee, ist alles nicht das Richtige. Da. Nee. Weißt du, wie das Kabel vom Mechanism hieß? Keine Ahnung. Ich habe mit dem Mechanismus noch nicht so oft gearbeitet. Mechanismus. So, wir haben hier Energy Tube, Teleporter, Laser. Ah, das war irgendwas mit Basic, das weiß ich noch.
Basic. Genau, Basic Universal Cable. Au, oh, Mist, dafür brauchen wir Stahl. Molten Steel. Dafür brauchen wir Stahl. Uiuiui. Steel Dust bekommen wir aus dem Crusher mit Stahl. Aus Enriched and, Iron oder auch Stahl. Stahl haben wir natürlich noch nicht, ne? Nee. Okay, dann habe ich noch eine andere Idee, wie wir es machen können. Und zwar haben wir irgendwo einen Eimer vielleicht. Ja, da, perfekt. Mensch, wer hätte es gedacht, ich brauche Lava. Ich brauche in diesem Modpack mal Lava. Ich brauche es. Das ist ja Wahnsinn. Krass. So. Aber wie wir wissen, gibt es ja genug Lava hier überall. Und von ihnen kann ich es natürlich nicht nehmen. Alles klar. Ich habe jetzt die ganze Zeit schon 0 Hungerbalken. Und ich sterbe einfach nicht. Kann es sein, dass man von kein Essen nicht mehr stirbt? Es kann sein, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist aber in dem Modpack hier auch drin. Dass man nicht stirbt. Okay. Och nö, da ist schon wieder ein Skelett. Und ich muss noch einen höher. Alter, war das knapp. So, hier müsste ich die Lava doch jetzt einsammeln können. Ja, da ist sie. Da. Oh, ich habe endlich die Lava aus unserer Höhle raus hier. Diese eine Lavaquelle weiter hinten. Und ich kann sie sogar brauchen. Oh, ey, Mann. Ich denke immer, weil du diese Rüstung da anhast, dass das... Willst du schlafen? Oder warum stehst du da so? Ich denke immer, weil du diese Rüstung da anhast, dass du irgendwie ein Zombie bist oder so. Gut, das war mal ein Bug jetzt. Wo stellen wir das ganze Zeug denn mal hin? Ich würde sagen, vielleicht hier so. Fürs Erste erstmal. Upsala. So, stellen wir den Busch mal schnell wieder hin. Oh, okay. Wir bauen hier jetzt den Hitzegenerator hin. Das heißt, da... Nee. Doch. Ja, doch, doch, ist richtig. Das heißt, da kommt der Generator hin. Hier soll Lava hinfließen. Da, da. Und da. Dementsprechend müssen die hier auch alle ab. So. Jetzt machen wir hier einmal kurz so einen Bereich, wo wir uns quasi zurückziehen können. So, also da kommt der Generator hin, das heißt die Fackel kommt mal weg, das heißt auch hier kommt der Metallic Infusor hin oder wie der heißt. Und da
Muss da und da, glaube ich, nochmal was rauf. Und darauf kommt der jetzt. So, der lädt sich jetzt langsam hier auf. Ja. Okay, das heißt, der läuft und funktioniert auch. Okay. Ja. Der lädt sich langsam auf mit Energie. Sehr schön. Und mit dieser Energie können wir dann die Basic Universal Cable machen. Wenn wir die hier aus... Wenn wir die da aus... aus diesem Compressed Eisen machen oder so. Hat irgendwas weggesprengt von den Erzen? Oder? Die Erze? Ja. Nee. Irgendwas von der Kiste? Achso, weiß ich nicht. Also ich habe versucht, alles so schnell wie möglich aufzusammeln. Ich gehe sonst nochmal runter und guck. Nein! Nice. War einfach ein Loch im Boden. Bei uns mein Haus. Ja. Hast du gesehen, das Ding lädt sich auf jetzt? Der Metallic... Ja, hier ist was runtergefallen. Der Metallic Infuser oder wie der heißt. Metallic Infuser. Ja, genau. Ja, ein bisschen was ist hier runtergefallen, aber nicht viel. Ja, ein bisschen war... Also, wenn es ein bisschen ist, dann... Okay. Oh, komm. Ach so, sind nur 37 Certus Quarz Kristalle runtergefallen. Ja, nur 37. Das ist ja nix. Nö, das ist ja. Also wenn man das umrechnet auf die Menge, also 37 hat doch jeder. 37. Ich mache unser Haus aus Birke. Einfach nur, weil es hier überall rumsteht. Okay. So, okay, der lädt sich jetzt auf. Das ist auch eine unendliche Energiequelle quasi, weil das läuft ja über Lava. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wie ich es gebaut habe. Aber das Ding läuft alles über Lava. So. Lava haben wir auch eine Menge in der Nähe. Ja, das stimmt. Und da wollten wir jetzt ja das Basic Universal Kabel von Mechanism machen und dafür brauchen wir... Wie läuft das jetzt? Also hier hinter ist jetzt ein Tank mit Lava oder was? Nee, ich würde es nicht abbauen. Da ist einfach Lava auf diesem Generator gesetzt, genau. Okay. Aber eigentlich müsste das sicher sein alles. Also es dürfte eigentlich nichts rausfließen so. Das ist also so ein Heat Generator. Genau. Das heißt, der macht aus Hitze Strom. Genau. Wow, das ist ja echt eine unendliche Energiequelle. Aber die bringt halt nicht so viel. Ja, machst du 20 Stück. Ja, dann bringt's viel wieder, ja. Ja, eben. Wir brauchen irgendwo Stahl, ja. Entweder aus dem Blast Furnace. Mechanism Industrial Craft. Wir brauchen irgendwo Stahl her. Woher momentan brauchen wir es eigentlich noch nicht. Da wir so noch keine Kabel brauchen, weil ich ja alles kompakt gebaut habe. Also würde ich mich tatsächlich erstmal auf die Windkraftturbinen jetzt beschränken. So. Osmium Energy Tablet. Also wir brauchen 4, genau. 5 von diesen Dingern. 5 von diesen Dingern. So, wie ging die? Redstone und Eisen, okay. Wir brauchen 5 von diesen Dingern.
Von den Dingern. Ja. Oh shit, der verliert aber heftig schnell die Energie. Ah, schaffen wir überhaupt einen? Ja, okay. Ja, der kriegt nicht genug Energie. Ach doch. Nee, habe ich gar nicht rausgenommen, das Ding oder was? Ja, hast du irgendwie eine Methode, wie wir Stahl bekommen, was irgendwie leicht ist herzustellen so? Keine Ahnung. Es kann doch nicht sein, dass diese... Muss man da nicht irgendwie einmal Eisen im Ofen braten? Ja? Also so kenne ich das aus anderen Modpacks. Ja, in diesem Blast-Furnace aber, ne? Eigentlich in einem normalen Fall, das bin mir aber nicht sicher. Nee, das geht nicht. Okay. Ey, läuft das Ding jetzt durchgehend oder was? Ist ja nur ganz dezent nervig, das Geräusch. Boah, ist das nervig. Ja, das von dem... Hörst du das nicht? Doch. Eben. Es kann doch nicht sein, dass wir hier nicht so ein verdammtes Kabel hinkriegen, eben mal kurz. Also aus Steel Dust können wir das machen. So, und Steel Dust bekommen wir aus Steel Ingot, Steel Ingot, Steel Ingot. Und aus Refined Iron Ingot. Das bekommen wir aus Refined Iron. Oder das Eisen, das ist so aufwendig. Ey, ich weiß nicht, wie wir das kriegen. Keine Ahnung. Moment mal kurz, ich guck mal kurz was nach. Naja, guck mal an hier. Kannst du ein bisschen Wolle besorgen? Wolle. 8 Stück? Ja. Mach ich mal gerade eine Schere. Ah nee, doch, alles gut. Brauche ich doch, leider. Oh, da kommt ein Zombie.